Bitte rufen Sie nicht erneut grundlos hier an. Mist. Was ist das? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum 7. Part von The Nightfall. Ja, es ist inzwischen Nacht, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, habe bis um, keine Ahnung, 9:30 oder so gearbeitet. Inzwischen ist es jetzt auch schon 11:30. Hier im Spiel ist es noch nicht so spät, da haben wir es erst 10:30, genau, und 1,5 Stunden vor der Geisterstunde. Und wir haben gerade gesehen, wir haben noch 7,5 Stunden, die wir überleben müssen. Im letzten Part haben wir ja erlebt, was dort passiert ist mit den ganzen Fenstern. Und ja, jetzt hoffe ich doch, dass wir diese halbe Stunde auch relativ sicher und ohne große Schrecken überleben werden. Genau. Und ich merke gerade, dass ich sehr behindert rede. Aber das ist, kann uns ja egal sein, denn ihr wollt ja wahrscheinlich nur sehen, wie ich mich hier einkacke. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wieder einfach nur dumm... Was haben wir hier? Ah, Streichhölzer. Sehr schön. Ob ich wieder einfach nur dumm durch die Wohnung laufe. Oder mir was zu essen in der Küche mache. Ich gehe mal in die Küche. Genau. Sehr schön. Da haben wir die Eier reingeballert. Den Hamster können wir ja nicht hier rein tun. Diese Musik jedes Mal. Da unten ist auch nichts drin. Ah, die Tiefkühlpizza hatten wir uns ja schon gemacht gehabt. Genau. Ein Staubsauger. Ja, genau, um 10:30 in der Nacht, ne? Hier ist irgend so ein Serienkiller um das Haus und am Schleichen, keine Ahnung. Und wir saugen erstmal hier die Wohnung, ne? Das ist natürlich der richtige Weg. Würde mich mal interessieren, wer von euch denn jetzt schon wirklich alle 6 vorherigen Parts geguckt hat, der soll mir doch mal was in die Kommentare reinschreiben. Sowas wie ich oder me oder irgend sowas. Fände ich mal cool zu wissen. Fände ich mal wirklich cool. Wer hat denn wirklich alle 6 vorherigen Parts schon geguckt? Hey, der Schlüssel! Dass ich den aber jetzt gesehen habe. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen komisch. Wer hat denn den da hingelegt? Das heißt, wir können jetzt eigentlich dort rein. Da ist jetzt natürlich abgeschlossen. Ja, wo... Jetzt bin ich mal... Was ist denn das? Ah, die Garage. Ja, ich dachte, hier geht's irgendwie in den Keller oder so. Garage geht ja noch. Was haben wir hier? Ein Schraubenschlüssel. Einen verschlossenen... Das ist eine Kühltruhe wahrscheinlich. Noch mehr Werkzeug. Ja, ja, ja. Kann man die anschalten? Nee. Da haben wir Batterien. Sicher auch mal gut. Wasser. Oh, das Licht haben wir ja schon angeschaltet. Okay, da kommen wir nicht rein. Okay, mit dem Schrauben. Oh, was haben wir hier? Kerzen. Ah ja, das sind Kerzen. Ey, das erinnert mich gerade an dieses kleine Dreirad von Jigsaw, von der Saw-Reihe, wenn ihr die kennt. Okay, aber sonst ist hier eigentlich nichts, oder? Oder täusche ich das? Ah, hier haben wir noch Batterien. Ja, wie man die benutzt, weiß ich. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Dann noch mehr Kerzen. Streichhölzer. Oh, wir sind gut ausgerüstet hier. Alles, was wir brauchen. Aber sonst... Was das eigentlich... Was ist denn das da? Ach so, ja. Spiegelt sich das einfach. Ein paar Schuhe. Ein Ventilator. Aber wie gesagt, das war's eigentlich. Dann gehen wir mal wieder raus. Haben wir alles gesehen? Da oben haben wir noch was. Guck mal. Kerzen und Streichhölzer. Oh. Ich ahne nichts Gutes, ey. Wenn wir hier mit so viel Kerzen und Streichhölzern ausgerüstet werden. Ich wette mit euch, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wer glaubt, ab wie viel Uhr der Strom hier in dem Haus abgeschaltet wird. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ab wie viel Uhr wird hier der Strom abgeschaltet? Wir haben es jetzt 10:30. Ich sag,
Spätestens um 12 wird hier der Strom im Haus abgeschaltet, weil dieser Psycho-Clown uns den Strom abzwackt. Genau. Bin mal gespannt, was ihr schreibt. Den Brief haben wir schon gelesen. So, das Kabel ist wieder dran. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ah, mit dem Werkzeug konnte ich das Kabel reparieren. Mann, ich will das jetzt nicht benutzen. Am Ende steht da einer hinter mir, während ich das benutze. Hier ist der Polizeinotruf. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo? Mein Name ist Victoria Miller. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt und hier gehen merkwürdige Dinge vor. Hallo? Können Sie mich hören? Hä? Ja, ich bin hier und ich höre Sie. Bitte, ich brauche Hilfe. Hallo? Der hört uns nicht. Hallo? Hören Sie, diese Leitung ist nur für Notfälle gedacht. Als ob... Das ist ja auch ein Notfall. Als ob das ein Polizist sagen würde. Bitte, rufen Sie nicht erneut grundlos hier an. Mist. Was ist das? Also ist das nicht so, dass die Polizei eigentlich, wenn die angerufen wird, dass die sofort sieht eigentlich, von wo der Anruf kam und wenn da doch keine Stimme oder so kommt, dann werden die doch mal vorsichtshalber eine Streife vorbeischicken. Ist hier aber nicht der Fall, oder wie? Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Und dann hat auch noch dieser Bastard so gelacht. Der ist hier irgendwo. Das hatte ich im letzten Part schon gesagt. Aber solche... Okay. Der hat die Bücher hier im... Ich bin in meinem eigenen Haus aus eingesperrt. Weißt du, man kann auch einfach da drüber springen und dann zu den Nachbarn oder so. Schafft die nicht, ne? Ist die nicht in der Lage, das zu machen? Ich sehe, die ist ein bisschen blöd, ist die doch. Aber gut. Wir sind gefangen in diesem Körper einer Dummen. Hat jetzt übrigens nicht sexistisch sein sollen, wenn es ein Typ gewesen wäre, dann hätte ich halt, wäre es halt ein dummer Typ einfach gewesen, ne? Ja, das kennen wir schon. Ja, vielleicht rechnen sie damit, dass wir das schon kennen und genau jetzt steht dann da was. Jetzt hat aber auch die Musik scheiße mitgespielt. Mann. Oh, guckt euch das an. Ein kleiner Hurensohn. Mann. Was? Ich hab doch nur eine blöde Tür aufgemacht. Muss nicht jedes Mal gerade so eine übertriebene Musik dann kommen. Tut mir leid, wenn ich mit der Kamera ein bisschen schnell hin und her bewege, aber ich kann nicht normal bleiben. Geht einfach nicht. Wie viel Uhr haben wir? Haben die hier eine Uhr? Nee. Sollen wir hier aufmachen? Nee, hier ist nichts. Mal Streichhölzer. Lieber zu viel als zu wenig. Mann, es knarrt und macht und tut. Aber ich glaube, das war die Tür, ne? Ja. Übertreib's doch jetzt nicht so. Okay, hier ist nichts mehr, ne? Ich mach jetzt nicht. Alle Schubladen auf. Ich will mal wissen, wie viel Uhr wir haben. Okay. Den haben wir schon gelesen, den Brief. Also ich glaube, jetzt sind wir an dem Part angekommen, wo wir den nächsten Brief finden müssen, den uns dieser Psycho-Clown hinterlassen hat. Mann, was soll diese scheiß Musik denn aber auch? Wie viel Uhr haben wir es? Gucken, ob dem Jerry alles gut geht. Der ist noch da. Dem geht's gut.
Hey, Jerry. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ich habe eine Diskette. Hä? Und jetzt kann ich den Computer starten? Was passiert dann? Das war's, oder wie? Ja, mehr passiert da nicht. Hey, die Gruseltiere sind aber auch behindert. Guck doch, die Kuscheltiere, nicht die Gruseltiere. Die sind aber auch gruselig, ey. Was hat denn der für eine Fratze hier, der Affe? Der Bär geht ja noch, aber der sieht ja aus, als hätte er Down-Syndrom oder irgend sowas. Ah doch, guck. Da passiert was. Ja, yeah. Keine Ahnung, was das ist. Ich lasse das jetzt einfach mal. Wir haben andere Sachen. Wir haben Wichtigeres als Computerspiele jetzt zu spielen. Hier ist irgendein Horrorclown unterwegs. Und will uns an die Wäsche. Ja, den Kleinen kennen wir ja schon. Ah, wir haben es kurz vor 11. Aber ein Brief ist hier nicht, ne? Oh, hier sind jetzt überall so Disketten. Sag mal her, was ist denn hier drauf? Ja, Jerry, ich weiß. Ist alles ein bisschen komisch hier. Hallo? Das ist genau das Gleiche. Das ist für... Ich lass das mal laufen. Das ist wahrscheinlich... Hier sind mehrere Disketten für die, die nicht auf dem Anhieb die erste finden wahrscheinlich. Okay, Büro waren wir schon gewesen. Da war das mit den Büchern gewesen, genau. Okay, okay, okay. Ich benötige ein Spielmodul. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Ah, ist das eine Konsole? Okay. Ich dachte, das ist so ein, irgendwie so ein Plattengerät oder so. Den Brief kennen wir schon. Nee, das ist ein neuer, oder? Weil hier die Bücher jetzt liegen. Sehr geehrter Mr. Haasen, hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Kündigung des Miethauses in der 28E Second Avenue. Wir bedauern Ihren Verlust und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie das Haus so schnell wie möglich verlassen möchten. Okay, das haben wir schon gekannt. Aber die Bücher, weiß nicht, ob die schon vorher da lagen. Keine Ahnung. Wir gehen mal in die Küche rein. Hier liegt ein Brief. Der lag da noch nicht vorher, gell? Der ist neu. Der ist neu, ja. Also... Mal schauen, was wir als nächstes so erfahren. Den ganzen blöden Abend bin ich durch das Viertel von Union Hills gekurft, um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Irgendein Komiker hat tatsächlich den Verteilerkasten für die Telefone zerschmettert. Wer klettert den Mast hoch und macht sowas? Den ganzen Abend konnte niemand telefonieren. Den Kasten konnte ich erst am nächsten Morgen bei Tageslicht reparieren. Entweder es war nur ein Fall von simplen Vandalismus, oder jemand wollte gezielt verhindern, dass Telefonate in Onion Hills durchgeführt werden. Oh, okay, Leute, wir haben es geschafft. 11 Uhr. Also gut. Yeah, also ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr nicht den nächsten verpassen wollt, der wahrscheinlich den nächsten Tag später kommt. Aber dann werdet ihr auch gerade informiert, wenn der kommt. Und ihr müsst nicht groß nachdenken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.